Ja, herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Die Witcher. Jetzt wollen wir mal, ich habe ja schon eine ganze Weile gar nicht mehr gespielt. Die letzte Spiel-Session ist ja schon eine Weile her. Oh. Und muss jetzt erstmal gucken, wie ich hier zurechtkomme mit der Lenkung. Was müssen wir denn jetzt machen? Ach, Quatsch. Wie war denn das? Aha. Ach ja, wir wollten diese Schreine hier bei Nacht besuchen. Hier ist der Schmied. Okay. Dann tun wir dies. Finden. Ja, ich schlage vor, dass wir das ganz nach Norden laufen. Ganz nach Norden. So. Bis hier oben hin. Dann pennen wir da eine Runde und dann laufen wir halt südwärts. Das, da ich den ersten Teil von The Witcher schon recht gut kenne, denke ich zu wissen, dass wir des Nachts auf eine holde Jungfrau treffen, die wir den bösen Männern entreißen müssen. Das werden wir natürlich auch tun. Was haben wir hier? Hier ist der Schrein. Gucken wir mal auf die Karte. Okay. Und jetzt möchte ich hier gleich mal eine Runde pennen. Wenn das geht, hier irgendwo, hallo, ist hier irgendwo ein Schlafplatz. Ja, hier. Ja. Ping. Und zwar bis Mitternacht. Und los geht das. Da müssen wir natürlich gleich wieder das Schwert zücken. So. Da sind wir. Meditation. Ja, was nehmen wir denn eigentlich? Das hier? Hallo? Ja, natürlich. Und der Typ völlig unbeachtet aller Dinge läuft seinen Weg. Kein Problem, ne? Und der Affe geht uns hier auf den Sack. So. Alles transferieren. Und dann wollen wir hier erstmal Theme-Check hier zerlegen. Nee, nicht schnell. Stolle. Ja doch, das war schon ganz richtig so, denke ich, ne? Und jetzt ihn hier. Na, er wartet natürlich so lange, bis wir ihn ordentlich aufs Maul hauen. Ne. Gib her jetzt hier. Ich bin hier der Looter King. Ich muss hier alles einsammeln. Ja, jetzt wird fertig hier, so. Okay. Dann wollen wir hier mal so ein Lichtlein zünden. Super, jetzt gucken wir auf die Karte. Und wir müssen nach Süden, so wie ich mir das gedacht habe. So laufen wir ja auch rum. Ja, wenn wir den Skill hätten, dann könnten wir die Pflanzen hier auch, glaube ich, einsammeln, ne? So war das. Aber... Oh, Entschuldigung, ich habe ja jetzt hier mehr eher so auf Kampfstil und so gesetzt. Na, komm. Und? Na, komm. Fertig. Noch haben wir kein Silberschwert, so viel ich weiß. Wo ist er? Hier. Nehmen wir alles mit. Ich glaube, mit einem Silberschwert würde es alles schneller gehen. Da hinten sind sie schon. Die Luschen. Komm her. Ey. Da wartet die Quest auf uns. Na komm. Geh doch, so, komm. Noch ein bisschen Looting. Okay. Und dann wollen wir mal zu den... Wie waren das hier eigentlich mit den Rollen? Ah ja.
Fräulein Wessner hat wohl ungebetene Gäste. Traut euch. Diese Widerspenstige muss gezähmt werden. Oh, wenn sie so richtig durch. Die Alte werden wir jetzt hier gleich mal ein bisschen Nein, retten. Gut, ihr wirklich seid. Kannst nicht erwarten. Seid ihr's? Hexer! Ja. Hilfe! Schwund ab, Mehlhaut! Hier sind keine Ungeheuer! Schrumpfen euch die Eier, Butch? Schnauzeweib, ich zeig euch ein paar Eier! Die werdet ihr am Balde verlieren. Bauern, Zwistigkeiten, getrieben. Nee, nee, natürlich werden wir die Frau retten. Die werdet ihr in Bälde verlieren. Die werden wir hier retten. Und dann werden wir dir hier mal ordentlich mal was aufs Maul geben hier. So, oh, das ging aber sehr schnell. Also schneller, als ich ja eigentlich dachte. Haben wir wieder ordentlich was zu looten hier, ne? Ja, ich weiß. Eigentlich hätte ich den anderen Stil nutzen müssen, aber na gut. Helft ihr mir? Ich fürchte mich vor Hunden und Strolchen, doch ich muss nach Hause. Natürlich. Natürlich. Hilf doch. Ja, naja, wird uns noch ein bisschen Spaß erwarten, denke ich. Vielleicht, man weiß es nicht so genau, oder vielleicht doch. So, so Karte. Rechts, da müssen wir lang. Kommst du jetzt endlich, Alter? Naja. Komm, 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 komm. Aha. Dann nehmen wir den hier. So ein Oller Ghoul. Ach ja, wir sollen ja für unseren Freund hier auch noch ein bisschen Ghoul sammeln, ne? Ein bisschen Ghoul-Zeugs hier. Wie hieß der denn nochmal? Ich kann mir den Namen echt schlecht merken. Na, kann ich den nicht looten oder was? Was ist das? Oh. Bringt ihr mich nach Hause oder nicht? Kann ich die heilen? Nee, ne? Karte? Ah, wir sind fast da. Okay. Okay. Dann wollen wir mal das nächste Licht hier anzünden. Kennen wir uns? Vielleicht. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Das höre ich zum ersten Mal. Doch es ist möglich. Die kleine Medizinerin kann euch helfen. Aha. Shani kann nichts tun. Schade. Jetzt erinnere ich mich. Geralt von Riva. Ich heuerte euch in Novigrad an, um meine Depots von Garkains zu befreien. Wenn ihr das sagt. Ich hatte nicht genug Bares, aber ihr habt mir dennoch geholfen. Damals war ich wohl großzügig. Mein Geschäft blüht, also begleiche ich diese alte Schuld. Ich könnte das Gold gebrauchen. Hier sind 100 Orens. Mensch, da habe ich mal eben 100 Orens gemacht. Nur weil ich den Typen hier angequatscht habe, mitten in der Nacht. Was läuft der auch hier eigentlich rum? Also, weiß ich nicht. Also als Händler, er weiß, dass hier so lustige Viecher herumlaufen. Naja. Irgendwie scheint das hier nicht so mit rechten Dingen. Machen die jetzt Pause wegen mir? Extra für mich? Cool. So. Na? Wird die Frau überleben? Na? Ich sollte mal den hier machen. Na? Komm. Geh doch. Es sind diese Hunde. Diese Höllenhunde. Ihr seid gerettet. Sie sind fort. Ey, haben wir die jetzt? Warte, was? Ich muss Wessner auf dem Weg nachher. War das jetzt alles? Berengas Geheimnis. Vielleicht kann Berengar mir helfen, die Salamandra zu finden. Er hat es bestimmt in die Stadt geschafft.
Ach ja, das war diese Brenger-Geschichte, das war der andere Hexer. Um das Vertrauen der Dörfler zu gewinnen, musste ich Haren, Odo und Mikul überzeugen. Ja, stimmt. Okay. Ich kenne jetzt die Grundlagen des Pokerspiels. Es ist an der Zeit, mein Wissen einzusetzen. Na ja, mal gucken. Ich muss irgendwie den Geistlichen überzeugen, mich den Leichnam in der Kapelle beerdigen zu lassen. Aha. Ja, das werde ich wohl schaffen, indem ich hier sämtliche Lichter hier anzünde. So, jetzt gucke ich nochmal auf die Karte. Nach rechts, hier lang muss ich. Okay. Auf zu den nächsten komischen Hunden. Nochmal gucken. Da sind sie schon. Ja, wir sind richtig. Okay. Wir sind auf dem richtigen Wege. Na komm, junge Frau. Komm. So, jetzt kommen bestimmt die nächsten. Jawohl, ja. Und los. Und haben wir hier noch was? Umbretsche? Jawohl. Na, komm, hau zu. Na, komm. Super. Geh doch. Sie waren hinter uns her. Als würde irgendetwas sie kontrollieren. Los jetzt. Wir sind fast da. Ja. Ich nehme einfach mal alles mit. Mal schnell hier das Stück Kerze hier reinschmeißen. Super. In unserem Dorf dürfte noch eine Kerze sein. So, reicht. Komm. Sind wir auf dem richtigen Weg? Jawohl, ja. Sehr gut. Kommen Sie, junge Frau? Ach, guck mal, was sehe ich denn da? Nachtigall verspätet sich. Ich muss Vesna beschützen, wenn wir uns dem Haus ihrer Großmutter nähern. Okay. Ich muss 5 Kapellen des ewigen Feuers besuchen und in jeder von ihnen eine Flamme. Ja, das weiß ich mit den Flammen, das wissen wir schon. So, jetzt sind vielleicht die lustigen Leute hier schon wieder. Ja, die Zwillinge, Drillinge, Vierlinge, Achtlinge. Hier. Und den hier mal eben schnell reinschmeißen. Und das Schwert zücken. Und los geht's. Oh, die Alte. Hab Dank. Wie kann ich euch das vergelten? Naja. Werden wir uns wiedersehen? Ich weiß nicht. Ich wohne bei meiner Großmutter und möchte sie lieber nicht schockieren. Was würde sie denn schockieren? Alles. Es sei denn, wir würden zusammen beten. Aber ich kenne da eine alte Mühle. Abgeschieden und ruhig? Genau. Aber die Leute sagen, es spukt dort. Nicht, dass der Geist des Müllers uns stört. Gespenster würden es nicht wagen, einen Hexer zu stören. Andere bleiben diesem Ort aus Angst fern. Gut. Wir sehen uns morgen nach Sonnenuntergang. Bringt ihr den Wein. Ich sorge für das Essen. Okay, Baby, okay. Wir haben einen Deal. Na? So, war das jetzt alles? Na komm, werd fertig. Ich suche mir gleich mal ein Lagerfeuer. Oder ähnliches, damit wir hier pennen können. Wird man noch irgendwo pennen können? Gibt es hier kein Lagerfeuer? Doch, unten am Strand. So, das nächste, was ich tun werde, ist natürlich, dass ich kontrolliere, dass ich hier Wein dabei habe. Dann werden wir ja zu dem Priester laufen.
Lagerfeuer? Ja, geht doch. Bis zum nächsten Morgen. Und los geht's. Dem. Was? Ist er jetzt fertig? Na, ein Wort frei. Ein Wort Tutti, ne? Apropos Wein. Habe ich Wein? Tesseron, mittlerer Alkohol hier. Ja, habe ich. Ich habe Wein, ich habe alles, was ich brauche. Super. Das heißt, ich gehe halt zu dem Geistlichen. Deren Quest ich erfüllt habe. Und dann kann ich da auch gleich diese Gebeine hier verbuddeln von dem anderen Händler hier. Ne? So. Sprecht, schnell. Ich habe das ewige Feuer. Das ewige Feuer in alle Kapellen gebracht. Ja. Die Bestien suchen uns immer noch heim. Ich sagte ja, es würde nicht funktionieren. Wo ist mein Lohn? Ach ja, euer Lohn. Dieser Fluch muss stärker sein, als ich dachte. Zweifellos ist diese Hexe Abigail dafür verantwortlich. Eine böse Frau. Eine Hexe? Vielleicht kann sie uns mehr erzählen. Sie brachte die Bestie und alles andere Übel über uns. Vielleicht. Aber ich möchte doch lieber zuerst mit ihr sprechen. Wir müssen wissen, woher die Bestie kam. Findet die Wahrheit heraus. Okay. Mache ich. Für 300 Orens. Wir sind eine arme Gemeinde. Vielleicht 200? Na gut. 200 Orens. Lässt er sich über das Ohr hauen? Ich bin noch nicht fertig hier. Adieu. Was? Ich hab doch jetzt hier... Mann, ich hab das doch jetzt hier schick gemacht. Mann, ey. So, ich hab hier ein paar Gästen. Die werde ich doch irgendwo los, ne? Gästenschädel. Und Ghoul-Zeugs. Gehirn in den Trunkenen. Ah, ne. Irgendwo war was mit Trunken. Ghoul meine ich. Hier. Nee, doch nicht. Auf Befehl einfach der Professor. Okay, Doki. Ach, ich wollte jetzt erstmal abends. Spät abends zur Mühle. Das werden wir jetzt gleich mal machen. Und dann werde ich. Noch eine Quest machen. Und zwar hier bei diesem einem Dorf. Dort hinten hat er, glaube ich, Probleme auf seinen Feldern. Hier. Hier. Bis zur Dämmerung. Vielleicht nicht. Und dann werden wir jetzt hoffentlich die junge Frau treffen. Sie sind an der Mühle. Und ein bisschen Spaß haben. Aha. Los. Komm, beweg dich. Freundchen. So, ja, rasch rum. Um die Ecke, wo die Kurve ist. Ja. Dort hinten, da ist es. Da werden wir gleich mal rein. Hallo. Was? Arsch. Muss ich doch bis Mitternacht warten? Hat die es gesagt? Och nö. Das ist aber schon nervend, oder? Dass ich ja jetzt nicht so nebenbei mal ein bisschen meditieren kann und ich unbedingt ein Lagerfeuer brauche. Das ist so anstrengend. Nochmal über die Brücke und nochmal zu dem Lagerfeuer.
Dort können wir schlafen. Nee, nicht schlafen. Meditieren bis zur Nacht. Komm. Nee, meditieren. Ist noch immer nicht fertig mit dem Regen. Das regnet wieder die ganze Nacht. Das nebelt und regnet die ganze Nacht. Das ist mir scheißegal, ob da ja Trunkene sind oder nicht. Oder andere Fische. Das ist mir scheißegal. So. Komm weiter hier. Whoop. Schon wieder irgendwelche Fisches. Ist mir egal. Scheiße, ja. Komm hier hin. Was? Hier, West. Nee. Nee. Haben wir hier keine Nebenquest oder so? Zufällig vielleicht? Ja, also bei Abigail kriegen wir diese Dinger, okay. 5 Kuhle. Ja. Okay. Ja. Finde ich jetzt doof. Jetzt haben wir schon nachts, abends oder was auch immer. Und dann kommen wir da nicht rein. Och, leck mich schon am Finger, ey. Fick die Wand an, ey, echt. Was ist denn jetzt so mit der alten hier? Jetzt habe ich hier extra gewartet. Und dann kommt da nichts. Ach, diesmal, ja gut, gibt vielleicht ein bisschen XP oder so. So, haben wir ein paar XP gesammelt. Vielleicht. So, da müsste, glaube ich, die Dame wohnen mit der Mutter. Hallo! Ach, die pennen bestimmt. Missgeburt oder nicht, ihr könntet nützlich sein. Ja. Ah, hier. Ich hab nicht genug. Das ist der Kalleballe hier. Die Männer beim Tempel sprachen von euch. Ah, welcher Tempel? Mann, leck mich am Hocker. Soll mich das Vieh doch hier verfolgen? Ist mir jetzt auch real. Was? Und dann auch Ertrunkene. Natürlich. Ertrunkene und ups. Noch so ein paar, was ist das? Vergesst? Ich weiß es nicht. So, ja, das Vieh nehmen wir mit. Wir sind eine Stufe verstiegen. Heißt also,
Richtig. So. Ja, was nehmen wir denn da? Schneller, starker Gruppenstahl. Art heißt erhöht die Chance, also Würfel, Chance auf Lemon, Schädelke, Vitalität, Regeneration, plus 1, Gewandtheit, Parieren, schaltet alle Bewegungen im Faustkampf frei. Ja, für die Quest, ne? Für die Quest. Eine Möglichkeit, zweimal pro Tag Energie auszuordnen, dann macht das die... Nee. Dauer eines Alkoholrauschs? Nee. Möglichkeit, eine Zelle, eine FC, eine Stärke... Nee. Intelligent. Eine Möglichkeit, eine Kräuter zu identifizieren und zusammen... Ja! Wenn er sich an Wissen überlegen, der mächtigen Ungeheuer, ohne dass er ihn im Spiel begegnen muss. Okay, ich möchte gerne das Öl herzustellen. Wirkt nur während Zeichenintensität plus 100%. Ja, geht nicht. Achso, Mutagen. Okay. Machen wir das so, ne? So, da das jetzt hier so nicht funktioniert, müssen wir leider ohne Schnellreise hier. Was haben wir denn? Ein paar Gästen. Haben wir? Ghoul. Haben wir? Grave, ja. Okay, das ist wohl das Vieh, woran er sich so noch erinnern kann. Orte? Kann er sich nicht. Geistlicher. Der Geistliche lebt in der Stadt gleich links vom Tempel. Gegenüber bietet er entweder oder kümmert sich um den Schrein. Okay, Kalkstein, genau, Kalkstein mussten wir diese Ghoul-Scheiße bringen. Formel. Schneesturm. Nekrophagen, nee. Effekte, einer mit dieser substanzbezogene Klinge fügt Nekrophagen, erfüllt Schaden zu. Okay. Schneesturm ist einer der stärksten Hexertränke. Er verbessert Reflex- und Reaktionszeit und ermöglicht dem Hexer bessere Parieren und Ausweichen. Aha. Okay. Vergessen. Ektoplasma. Gulle. Todesstaub. Okay, weißer Essig. Okay. Klossar Hexer. Okay. Wenn ihr lesen wollt, macht Pause und dann könnt ihr das leben. Kult des ewigen Feuers. Anhänger des ewigen Feuers glauben an die unsterbliche Flamme Symbol als Symbol des Überlebens und eines Weges in der Dunkelheit. Sie sehen es als verboten des Fortschritts und Zukunft der besseren Tage. Kleriker des ewigen Feuers kümmern sich um die Gläubigen und die Tempel, wo ununterbrochen ein Feuer brennt. Der militante Arm des Kultes ist der Orden des der Flammenrose. Okay, Tutorial haben wir ja natürlich. Ah, Siegelring, ja, haben wir. Würfelpetter. Haben wir alles. Okay, denn dann, wenn wir die Dame jetzt nicht in der Mühle treffen können. Hier wollte ich gucken. Wir haben ja eigentlich Toussaint Rot. Aber was haben wir hier? Tafelwasser. Und Pflaumtinktur und Bier und Erdbeeren und Huhn. Hähnchenkeule und Rivalisch. Okay. Vergessenschild. Ja, dann wollen wir erstmal das andere kleine Dörfchen, wo wir denn dann die Vergessenschädel abgeben können. Dort möchte ich dann, wie gesagt, nachts noch diese Quest abgeben. Ah ja, stimmt ja, jetzt können wir ja sammeln, ne? Stimmt. Wir haben gelernt. Unbekanntes Kraut kann nicht gesammelt werden. Ja, toll, ich auch. Komm. Wird für dich.